Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, das heutige Rezept, ich glaube, das schmeckt nicht nur den Erwachsenen, da wird er bei den Kindern auch ganz gewaltig punkten können. Gehe ich zumindest davon aus. Was wird es denn werden heute? Wir machen eine Hotdog-Bacon-Bomb. Eine richtig schöne, einfache, aber leckere Geschichte. Ein paar Zutaten braucht und gemacht muss es werden. Und wie und was, das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt sehen wir die Zutaten, die wir für unsere Hotdog-Bacon-Bomb brauchen. Zumindest so, wie sie ich jetzt mache. Ihr seid auch flexibel, ihr könnt das sicher auch nehmen, was ihr wollt. Aber ich sage mal so, das ist so die Grundgeschichte für diese Hotdog-Bacon-Bomb. Was brauchen wir? Klar, wir brauchen Bacon, wir brauchen Wiener Würstler oder Hotdog-Würstler. Bei mir sind es Geflügelwürstle in dem Fall. Wir brauchen Toastbrot, Käse, ein bisschen Senf, Röstzwiebeln zum Glasieren, dann später eine Barbecue-Soße und Tomatenketchup. Wir brauchen einen Bogen Backpapier. Die Menge, die ich dazu brauche, die schreibe ich euch natürlich wieder in das Rezept, das ihr unten als PDF findet. Macht das Netz ein bisschen breiter, als eure Würste lang sind. So, dann schauen wir mal hier das zweite um. Aber ich meine, Bacon-Netze habt ihr ja schon wie Sand am Meer gesehen. Das ist jetzt nichts Neues, was wir da machen. Reicht eine? Ja, da reicht eine. So. Einmal drehen. Dann geht's hier los. So, das ist eigentlich die aufwendigste Geschichte bei der ganzen Wurm. So, eine legen wir noch. Jawohl. So, das war unser Bacon-Netz. Das nehme ich jetzt einmal kurz auf die Seite. Und jetzt geht es mit dem Toastbrot weiter. So, ich habe drei Scheiben Toastbrot jetzt. Das ist so ein Sandwich-Toast, weißes Toast. Ihr könnt auch Vollkorn-Toast nehmen, was immer ihr wollt. Das wird Semmelbrösel. Dann nehmen wir unser Rollholz und rollen das Ganze ein bisschen flach. Einmal eine dritte. Und die dritte halbiere ich nochmal, damit wir die passende Fläche haben. Das Netz zurück aufs Brett. Und dann kommen die Toastbrotscheiben einfach drauf. Ein bisschen weiter vor, lassen wir unten ein wenig an den Rand, halt, weiter da links, damit wir etwa so diese Fläche erreichen. Ich gebe jetzt ein bisschen Senf drauf und verteile den auf den Scheiben. Dann legen wir die Würstle drauf. Da darf ruhig ein bisschen Platz sein, sowohl vom Brot als auch vom Bacon. Die ganze Geschichte wandert jetzt beim Zusammenrollen eh nach hinten. Und ständig Ketchup drauf. Hey, gibt es eine schöne Sauerei, das merke ich schon. Röstzwiebeln. Und natürlich Käse. So, und dann rollen wir das Ganze mal auf, wenn das denn geht. Aber ich bin zuversichtlich. Wie ihr seht schon, wir legen los und es geht schon mit der ganzen Butcherie nach hinten weg. Versuchen das Ganze ein wenig eng zu machen. Ah, das wird. Drehen wir es mal rum, dann seht ihr vielleicht ein bisschen was. Im Bild. Das wandert jetzt alles nach vorne. Und deswegen haben wir das jetzt auch ein bisschen länger gelassen, damit wir Platz haben und damit es dann anschließend sauber noch überlappen kann. So, genau, richtig schön kompakt. Und das hier können wir jetzt schön einschlagen. Und dann hoffe ich, dass uns die Sache alles drinnen erhalten bleibt. Und wer die Anschnitte kriegt, hat am meisten Bacon.
alles kompakt und fertig für den Grill. Den Broil King Pelletsmoker habe ich auf 220 Grad eingestellt, da sind wir jetzt auch knapp davor. Unten ein Tropf Blech, hätte beinahe gesagt, Alufolie, ich bin wieder zu faul zum sauber machen, aber es bietet sich ja an. Und auf die obere Ablage gebe ich meine Hotdog Bacon Bomb. Ja, und jetzt tun wir den Bieder auch noch rein, A, weil es so schön Spielzeug ist und zum Zweiten, dann weiß ich in etwa, wann es fertig ist und kann vorher noch rechtzeitig schön klassieren. Das machen wir erst mal zu und programmieren den Bieder. Ganz einfache Prozedur. Fühler aus dem, aus der Ladestation nehmen. Er verbindet sich, Garvorgang einstellen. Wir haben Sonstiges. Kein Büffel, kein was weiß ich was, kein Steak, kein Braten, Sonstiges. Dass die noch nicht die Hotdog Bacon Bomb kennen, kann ich gar nicht verstehen. So, dann zoomen wir uns die Temperatur raus. Was machen wir denn? Wir machen halt so rum. Wir machen mal so 75 Grad Kerntemperatur, dass es innen richtig schön heiß ist. Es hier sind Würstchen drin. Also da kann nichts kaputt gehen, da kann nichts falsch gemacht werden. Und das war's dann. Dann gehen wir auf Beginnen. Das wissen wir, wie das alles funktioniert. So, und dann können wir schon reinstecken. Ich habe wieder meinen Ton weggemacht. Dann gehen wir so mal rein bis zur Markierung. Jawohl, schon passiert. Deckel zu. Und los geht's. Ja, der Mieter sagt, wir haben noch 7 Minuten. So schaut das Ganze jetzt aus. Jawohl, genau richtig. Ich nehme die Mieter mal raus und dann klassieren wir die. Ja, Hotdog Bacon Bomb. Also, raus damit. Und Barbecue-Sauce. Ich habe übrigens die Bacon Bomb, also sprich die Hotdog Bacon Bomb, einmal kurz gedreht, also einmal so rum, damit es einfach richtig schön gleichmäßig wird. Ich drehe es jetzt auch gleich, glaube ich, zurück. Einmal drehen. Na, ohne runterfallen, wenn es geht. Funktioniert. Und auch die Seite wird richtig schön mit Barbecue-Soße eingestrichen. Mit der Barbecue-Soße bestimmt ihr auch, ob ihr es ein bisschen schärfer haben wollt oder weniger scharf. Also wie gesagt, wenn Kinder mitessen, und das glaube ich, werden sie gerne tun, wenn sie das sehen, dann würde ich so eine leicht rauchig-süßliche Barbecue-Soße verwenden, oder ich verwende es auch so. So, das war's. Zumachen, abtrocknen lassen. So, die 7 Minuten sind rum. Wie schaut es denn aus? Jawohl, perfekt abgetrocknet, sehr schön. So wollen wir es haben. Ja, jetzt nehmen wir es raus und schneiden wir es an. Und da kommt sie schon, die Hotdog Bacon Bomb. Und jetzt würde ich sagen, einfach mal mittendurch. Wie schaut's aus? So schaut's aus. Sensationeller Anblick. Herrlich, der Käse quillt schön raus, man sieht den Senf, die Würstle, das Brot außenrum, die Baconkruste. Ich werde es versuchen. Herrlich, ich liebe solche Sachen. Ich schneide mal ein Stückchen runter. Ein Scheible. Also, herrlich. Kiddies, wenn ihr habt, ich glaube, die sind begeistert. Also, wie schmeckt denn unsere Hotdog Bacon Bomb? Sensationell. Heiß. Richtig schöne Sache. Also tatsächlich so der klassische Hotdog mit recht viel Bacon drumherum. Die Barbecue-Soße schön drumherum. Hervorragend. Richtig schöne Geschichte. Ich glaube, wenn ihr das macht, wie gesagt, ihr könnt punkten bei Erwachsenen und bei Kiddies auf alle Fälle. Ja, ich hoffe, ich kann auch punkten. Und zwar mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so wäre und ihr mögt, vielleicht wollt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten in die Kommentare rein. Es wird auf alle Fälle gelesen. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Könnt ihr gerne tun. Freut mich übrigens, wenn ihr das macht. Da oben kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Da klickt ihr bitte drauf. Und ja, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Kriegt ihr Info, wenn es mal was außer der Reihe gibt. Nächsten Mittwoch ein neues Video. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Und ja, manchmal sind so die einfachsten Sachen richtig klasse. Bis dann. Tschüssi. Heute wurde schnell mit meinem Abspann. Aber ist ja schnell die Geschichte gewesen. Und eine leckere.